Mach's vor, wenn du so schlau bist. Mobbing. Vorlaufen hat nichts mit schlau sein zu tun. Guck mal, hier waren wir schon mal. Hier sind Setzlinge und Fackeln. Ah, ich sehe auch schon unseren Strahl. In dieser Map, bei dieser Minimap ist es nämlich so, dass die so einen Strahl zeigt. Der ganz weit hinten. Ich will immer losfliegen. Ey. Guck mal, wir haben die letzten Tage immer nur einen Creative-Modus gebaut haben. Ja. Bonnie, wir müssen da lang. Ich will immer losfliegen, sagt sie. Ich schwöre vor, wie Tani so abhebt. Nein, wir gehen da lang, bis das dein Haus ist. Es ist nur noch gleich hier so um die Ecke. Oh. Tada! Ja, dann gehen wir mal pennen, ne? Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für uns zu gehen. Kannst du nicht schlafen? Warum? Jetzt kann ich's. Ich auch. Oh, mein Ohr juckt. Waschen. Ja, mein Ohr waschen. So, jetzt erstmal alles wegbringen, was wir gesammelt haben. Was denn hier passiert? Was da passiert ist? Das wüsste ich jetzt aber auch ganz gerne. Hä? War doch keine Sau hier. Warum nicht die Gold? Was, Gold? Glowstone-Stau? Achso, hier war wahrscheinlich eine Lampe. Ja. Hä? Wie ist denn das bitte schon passiert? Wir wissen es. Wir wissen es. Nicht wir wissen es. Naika? Ja. Hast du das? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Klar. Damit wissen wir schon, wer es getan hat. Oh, hier sind mal Backkartoffeln. Ich habe alles in den Ofen gepackt. Das Essen, ne? Ich habe in die Kiste gepackt. Faules Stück. Gibt ja auch noch zu. Besser als hier nicht zuzugeben, dass man dann Creeper noch gesetzt hat. Hab ich ja auch nicht. Klar. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich es dir gesagt, weißt du? Der Papst feiert auch hier bei sich im Palast, wobei das gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der sowas macht. Hier, Holzkram, Boot, Werkbank. Hast du dich mal zu Ende gefreut, Aki? Seufzt. Genau wie wir das letzte Mal über Slender gespielt haben, dass er sich seines Lebens froh auf seiner Decke gewälzt hat. Wie kann ein einzelner Hund nur so viel schlafen? Ein einzelner Hund, sagt sie. Ja. So, ich brate nochmal eben den ganzen Rest. Rohes Rindfleisch, rohes Diesfleisch, rohes Dasfleisch, jetzt noch ein bisschen Hühnchen. Allgemein rohes Fleisch. Wir sollten mal gucken, wie man Kuchen backt. Können wir Nox oder irgendeinem anderen zuverlässigen Gast einen Kuchen backen? Wenn wir Bratkatze grillen, fängt die Stimmung an. Frisch gegrillt, knusprig, kross, da will jeder gleich ran. Bratkatze schmeckt, ob groß oder klein. Und weil sie immer gelingt, stimmen alle mit ein. Unsere Katze muss Bratkatze vom Naika sein. Ja, von Naika. Ja. Naika macht das Würstchen. Ich mach die Würstchen. Ich habe kein Pferd getötet. Ernsthaft? Ja. Wie denn? Mit Pfeil und Bogen. Du kannst doch nicht unsere Pferde abschießen. Wie du es klappt, wunderbar. Naika, das ist so. Lass das bitte. Hast du mal eine Möhre? Ach nee, die wollen ja goldene Möhre, ne? So Möhren habe ich, aber goldene habe ich nicht. Wollen wir also eine Pferdeproduktion machen? Ich meine, Gold kann man ja eh nicht für
irgendwas anderes benutzen. Außer Schienen. Ich mach mal ein paar, ne? Dann können wir die Kühe auch noch mal vermehren. Wie ging das noch mal? Eine Karotte in der Mitte und dann so vier daneben? Nuggets musst du daneben machen. Ja. So drumherum so, ne? Ne, das geht aber nicht. Hä? Einmal oben in der Mitte, unten in der Mitte und links und rechts in der Mitte. Ja, habe ich ja gemacht. Und die Möhre in die Mitte. Ja. Das geht aber nicht. Und komplett außenrum? Naja, das wäre noch eine Möglichkeit. Oh ja, das geht. So. Ich verbrauche direkt mal alles. Soweit wie es geht. Huch. Ich will 24 Möhren. So. Ich meine 24 goldene Möhren. Wo ist das Weizen hin? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal Pferde. Was? Hallo. Ich stelle mir gerade so wirklich vor, wie du stehst. Hallo! Hier liegt Leder. Ups, mitnehmen. Oh, eins ist aber einsam. Hä, hier kam gar kein Baby raus. War doch da. Und hier, die haben, hä? Ich habe ein schwarzes mit einem schwarzen mit weißen Flecken zusammenkommen lassen und da kam ein weißes Fohlen raus. Mit, achso, das hat schwarz auf dem Rücken. Ist okay. So, ich habe jetzt ein bisschen Vorrat hier. Wir können da dann Pferde auch öfter mal ein bisschen platt machen. Mhm. Ne? Gib mir irgendwie Leder. Jo. Verpiss dich, Schaf! Ups. Achso, ich tue die mal in die Tierekiste, ne? Die goldenen Möhren. So, dann komme ich mal gucken. Bist du schon da hinten bei den Schafe? Ja. Müssen wir eigentlich auch mal, ne? Alles voll machen. Wir überlegen, ob ich hier alles offen machen soll. Dass die Schafe hier drin rumrennen können. Die Hühnchen haben wir ja auch drin. Wir brauchen mehr Schafe. Hier der eine, das eine Gatter ist immer noch ganz leer. Wollen wir gleich mal ein paar fangen? Vielleicht. Weil hier steht zum Beispiel auch eins. Das läuft gerade in den Stall rein, weil es, glaube ich, töte es. Guck mal hier, Steak! Da guckt er, wa? Guck mal, das war deine Tante. Oder vielleicht sogar deine Mutter. Weiter. Alter, wie die alle abgehen. Guck mal, so gar nicht, sondern... Waaah! guck mal hier. Hier, geh mal dahin. So voll gar nichts. Und dann hast du das hier. Okay, vorhin... Guck mal, da hinten sind Schafe. Lass die mal einfangen und dann mitnehmen. Hier hinten sind mehrere. Auf den Bäumen und hier im Wasser. Wer schafft da jetzt runterholen? Nehmen wir noch irgendwo eins. Ich kletter mal eben hoch. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. War hier nicht noch irgendwo eins? Die Schafe einfach mal so dumm sind, aus dem Wasser zu kommen. Die sind echt so doof, aus dem Wasser zu kommen. Da jetzt. Ne, das ist immer noch zu doof. Hallo? Guck mal hier. Essen? Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht.
keine Schafe. Oh, 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 das wusste ich nicht. Das läuft dir nicht hinterher. Ja, weißt du, was wir machen? Komm mal mit dem Zeug. Wir haben noch ein paar schon eingesperrt. Dann fütterst du die einfach und dann hoffen wir, dass sie sich vermehren. Räuspert die sich. Oh, Katze. Bollert die Katze erstmal hier lang. Warte mal, haben wir noch Zäune? Ich würde gerne mal was machen. Zwei. Ich wollte hier jetzt mal den Zaun ein bisschen umbauen, dass die einfach alle zusammenlaufen können. Warte, ich will das nicht wieder treffen. Hier ist auch noch übrigens eine Kiste, wo wahrscheinlich noch Wolle drin ist. Nee, nur Schere. Die wir auch mal gebrauchen könnten. Ich will immer noch den roten Teppich in der Küche weitermachen. Da ist ein pinkes Schaf mit rausgekommen. Ernsthaft? Krass. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Das waren zwei weiße Schafe. Er hat wohl einer ein pinkes Gen drin gehabt. Ich habe ja auch gleich mal ein pinkes Gen. Voll dunkel hier drin. Diese Schafe noch zu fassen. Bau die Kiste mal so rum hin. Dann haben wir einfach so wahlloses pinkes Schaf im Stall. Ach, soll's doch. Ist mir doch egal. So, ja, ich glaube, es wird Zeit, die Folge zu beenden. Ja, ich glaube, der Nox wartet auch nur. Na, der Nox, der soll dann doch bestohlen bleiben. Der hat uns wieder versetzt und verletzt. Und tief in mein Herzen getroffen. Der darf nie wieder mitspielen. Sagst du in der nächsten Folge, ah, jetzt wieder Nox? Ja, und Pascal sei gegrüßt nochmal. Also, haben wir dich sogar zweimal benannt, erwähnt. Benannt, sei doch ruhig. Du hast doch keine Ahnung. So, warte, ich räume mein Inventar noch eben leer. Lass mal auch mal eben ein bisschen Sortier-Action machen und dann. Guck mal, ich mach mal hier das, was du hier reingetan hast. Suche ich mal raus. Hier, Kies, Erde, Schwarzeichenholz, Faden, eine Lore. Aha, sehr interessant, Tani. Der Rest ist wirklich nur Kram. Ne, hier noch. Die Leiter noch. Oh, wie viel Papier wir schon haben und wie wenig, Dings, sonstiges Kram. Redest du noch mit mir, Tani? Genauso wie Nox, total unlustig. Ich will mal gucken, wie lange darauf kommt, dass es genauso wie bei Nox ist. Weil der antwortet einen auch manchmal nicht. Muss man ja mal dazu erwähnen. Das warum ist wohl? Wenn ich sowas wie den ganzen Tag ärgern und so, ne? Also. Ich hab mal all meinen Scheiß weggeholt. Du bist ein Schneeball. In der Mob-Drop-Kiste. Ein Schneeball in der Mob-Drop-Kiste? Lol. Dachte wohl einer, oh, cool, habe ich noch nie gehabt. Muss wohl Mob-Drop sein. Mann, haben wir dumme Gäste. Die kommen nie wieder. Ja, bleibt ruhig gestohlen. Nein, Quatsch. Brauchen eine neue Werkzeugkiste. Ist es voll, oder was? Ja. Yep. Ich habe hier unten noch eine stehen, so eine halbe, die könnten wir auch noch benutzen. Ich mach mal einfach mein gesamtes Inventar länger. Mein gesamtes Inventar länger. Ja, hier unten so eine halbe, da ist überhaupt gar kein
Zeug drin. Ja, jetzt ist auch gar nichts drin gerade. Weil ich auch noch nichts reingetan habe. Da lag gerade was, ich hab's rausgeholt. Ja, ein Feuerzeug, boah. Ja, das hab ich da reingelegt. Da habe ich vorhin einfach nur meine Sachen reingeklatscht, bevor wir losgegangen sind. Ja. So. Erde, 8 Stück. Eine Lore und schon wieder mit steuerte Feuerstein. So, aber sonst bin ich hier fertig. Mein Gott, wie viel wir haben, ey. So. Das heißt wohl dann demnächst die Sachen alle fusionieren. Damit das ein bisschen besser zusammenpasst. Weil die Fackeln, die kommen hier oben in die Reisenkiste. Da sind nämlich schon ganz viele. So, ja, und während Tani noch weiter sortiert, würde ich mal sagen, beenden wir die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme.